Wir zocken nämlich hier gegen die Cleveland Cavaliers in der zweiten Runde der Playoffs. Da gehen wir natürlich erstmal kurz in unsere Coaching-Stats rein. Ich würde tatsächlich sagen, wir bleiben erstmal bei der Rotation. Safe. James hat auf jeden Fall Bock gemacht, ne? Ich ändere doch mal hier die Rotation. Oh, Jakob mit am Start. Dann könnt ihr ja mal sehen, wie ich das so ein bisschen hier immer mache. Wobei ich tatsächlich sagen muss, meistens mache ich das nämlich immer so, dass ich erstmal meinen Startern komplett 48 Minuten gebe. Und danach justiere ich da immer so ein bisschen um, wie ich dann halt gerade Bock habe, ne? Beziehungsweise wie ich halt finde, dass es am besten ist. So gehe ich das zumindest an. Oh, Chibi Chips auch mit am Start. So, dann haben wir natürlich McHale. Der soll auf jeden Fall ein paar Minuten kriegen, somit hier Dings sich ein paar Minuten Pause geben kann. Zumindest mal 3 Stück. Wobei das schon ein bisschen sehr spät ist hier. Machen wir mal so. Und davor soll er auch noch auf dem Feld sein als Power Forward. Hat er da nämlich auch seine 6 Minuten hier im letzten Viertel, ne? Und er kriegt da sogar noch ein paar mehr. Ist ja ein guter Mann, der McHale. Auch hier Anfang dritten Viertels lasse ich ihn mal reinkommen für 4 Minuten. Einen längeren Block gebe ich ihm auf jeden Fall auch. Nehme ich hier nochmal so, ne? Dann hat Parrish 34 Minuten. McHale hat jetzt 20. Wobei wir ihn hier wirklich ein bisschen länger spielen. Na, wobei hier das erste Mal schon mal reinkommt. Somit Maxwell nicht ganz so lang macht. Und dann kommt hier nochmal so ein kleiner Block nochmal rein, ne? Dann hat McHale 27 Minuten, Maxwell 35. Wobei das fast schon ein bisschen viel ist, ne? Machen wir mal so. Und hier nochmal eine Center Position. Nochmal eine Center Minute hier für Dingens. Und er kriegt sogar noch einen, ne? Dass wir bei Parrish 36 Minuten haben. Dann passt das, ne? Maxwell 33 und dann McHale hat 27. Jetzt haben wir natürlich Danny Ainge. Und die Frage, wollen wir Bird manchmal nicht auch auf Power Forward haben? Ist natürlich auch noch das Ding, ne? Weil Bird kann das Ganze natürlich auch ganz gut spielen, muss man sagen. Deswegen könnte man ihm da auch nochmal ein paar Minuten eigentlich geben, ne? Kann das Ganze nicht, wobei, machen wir gleich mal. Wir haben auf jeden Fall Ainge und Redman. Ich werde auf jeden Fall die ersten 2 Minuten der Crunch-Time hier Bird rausnehmen, dass der hier so eine kleine Pause am Anfang direkt hat. Ansonsten wird Bird natürlich viele, viele Minuten gehen müssen. Ich werde ihn auch hier nochmal so kurz vor Ende des dritten Viertels rausnehmen. Da hat er dann nochmal die Pause plus die 2 Minuten, ne? Dann passt das. Erstes Viertel lassen wir ihn sogar mal komplett durchlaufen, eher hier dann auch nochmal ein paar Minuten, ne? So, dass Redman da mit 7 Minuten da immer mal wieder Bird ein paar Pausen gibt. Aber der geht natürlich viele, viele Minuten. Buckner hat mir eigentlich auch gut gefallen, muss ich sagen, als Point Guard soweit, ne? Den werde ich auf jeden Fall auch hier bringen, ein paar Minuten, weil der war gut als Stealer. Der kriegt im ersten Viertel ordentlich Minuten. Dann hier nochmal ein bisschen was. Das ist Minute 3, das sollte dann passen. Und auf jeden Fall nach Crunch-Time natürlich auch nochmal ein paar Minuten. Ne? Am besten, wenn aber Bird wieder drauf ist, dann geht das nämlich, ne, dass man dann sagt, dass Henderson 2-3 Minuten Pause kriegt, dann macht der 34 Minuten, dann passt das soweit auch. Ne? Und dann haben wir noch Danny Ainge für Griffith. Dann würde ich tatsächlich sagen, macht Griffith das erste Viertel komplett durch. Das sollte dann schon passen. Dann kriegt Danny Ainge seine ersten 4 Minuten. Dann hier irgendwann auch nochmal ein paar Minuten mehr. Kriegt er nochmal, sind sogar ein paar Minuten mehr, sind 5 Minuten, ne? 5 Minuten. Und dann Richtung Crunch-Time. Bird ist dann wieder mit auf dem Feld, dann kann Ainge auch nochmal ein paar Minuten machen, ne? In dieser Zeit kann dann Bird komplett übernehmen. Dann hat Ainge 12 Minuten, ist fast schon wenig, muss man sagen, ne? Ist fast schon ein bisschen wenig. Wobei ich so viele ihn jetzt auch nicht in den letzten Minuten spielen lassen will. Dann machen wir das Ganze mal so. Und wobei, nein, machen wir hier nochmal eine Minute länger. Und hier auch nochmal eine Minute länger. Dann passt das, ne? Dann hat Danny Ainge 14 Minuten, Buckner 14 Minuten, Redman wirklich nur diese 7 Minuten, um Bird zu ersetzen. Und dann passt das, wobei man auch hier gleich mal gucken muss. Maxwell kann nämlich auch Small Forward spielen. Das könnten wir ja nämlich auch machen, dass man tatsächlich sagt, ey, Redman, tut mir leid,
Aber du bist eigentlich auch gar nicht gut genug, um zu zocken in dieser Zeit, wo Bird nicht mit dabei ist. Deswegen geben wir diese Minuten hier einfach mal jeweils immer Maxwell, ne? Das kann man ja machen. Dann müsste halt nur die Rotation ein bisschen anders aussehen. Aber das ist ja nicht das Thema, weil dann kann man Bird hier spielen lassen. Dann macht Maxwell da mal 2, 3 Minuten Pause. Dann kann nämlich hier für McHale rein und hier gibt man dann Parrish die Minuten. Da muss Parrish halt irgendwo nur noch mal eine Pause machen. Das ist halt das Ding, ne? Ich meine ja auch hier noch mal so. Dann haben wir nämlich hier noch mal die 2, 3 Minuten Pause für Parrish. Wobei nur 2 Minuten, das reicht. So, dann müssen wir noch mal gucken, passt das dann soweit? Hier gehen wir tatsächlich dann auch mal Larry Bird mal 2 Minuten mehr, dann ja als Power Forward halt, ne? Wobei das war gar nicht nötig. Lieber hier dann so, ne? Dann kann Maxwell nämlich noch ein paar bisschen Pause mehr machen, 34 Minuten. Dann geht er hier nochmal die 2 Minuten. Okay, jetzt haben wir keinen richtigen Small Forward dafür dann, ne? Das müsste dann Ainge übernehmen für die paar Minuten jeweils. Was brauchen wir hier? Was fehlt uns denn hier im Power Forward jetzt wahrscheinlich, ne? Wobei wir dann auch nicht übertreiben wollen. Oder? Doch, das passt schon so. Machen wir so, ne? Ja, ich bin ein bisschen noch am Rumjustieren, ihr merkt schon. Dann haben wir hier, was brauchen wir denn hier? Wir haben Small Forward, wir haben hier aber kein, doch Power Forward haben wir. Hier fehlt jetzt der Power Forward, ne? Das kann man jetzt McHale geben. Und hier fehlt jetzt halt der Small Forward. Da könnte man natürlich wieder Ainge diese paar Minuten geben. Nur brauchst du dann eben ihn hier früher aufs Feld. Okay, dann passt das doch. Also, Buckner 14 Minuten, Ainge 18, McHale 28, Parrish 37 Minuten, Maxwell 34, Bird 40, Griffith 35 und Henderson 34. Komm, das passt. Das sollte passen hier. Habt ihr mal so ein bisschen mitbekommen, wie ich immer meine Minuten verteile und Co. und wie ich da immer rumspiele? Gehen wir auf jeden Fall rein dazu gegen die Cavaliers. Wir gucken uns das Team natürlich auch mal an, ne, der Cavs. Und zwar, ich mache mich mal da oben hin, ne? Das ist am besten. Haben wir hier nämlich einmal bei den Cleveland Cavaliers Ward Beaufré, Cliff Robinson, Geoff Huston, dann Bagley. Boah, das ist schon ein schlagbares Team, muss man ganz ehrlich sagen. Wem hatten die denn in der ersten Runde? Die hätten die New Jersey Nets tatsächlich mit Bitsong. Ja, das ist ein sehr, sehr schlagbares Team, muss man ganz ehrlich sagen, ne? Also, ich würde mal behaupten, die muss man schlagen. Die richtigen Brocken warten dann wahrscheinlich erst hier mit Isaiah Thomas und den Pistons, beziehungsweise mit den Sixers, mit Julius Erving und Moses Malone, ne? Also richtig hart wird es wahrscheinlich erst in den Conference Finals. Das gleiche gilt wahrscheinlich auch hier im Westen, ne? Mit Johnson und Co. hier, mit Dantley bei Utah und bei den Suns, ich meine Davis. Aber wen hat Denver in dieser Zeit? Ja gut, Alex English, Dan Issel. Ja, aber so richtig hart wird es für die Lakers, muss man tatsächlich sagen. So richtig heftig erst in den Finals und für uns ab Conference Finals. Also der Osten ist auf jeden Fall aktuell stärker von der Superstar Power. Aber gut, wir gehen auf jeden Fall rein. Gegen die Cleveland Cavaliers. Geoff Houston, Ward Beaufré, Roy Hinson, Cliff Robinson und Jeff Cook gegen Gerald Henderson, Daryl Griffith, Larry Bird, Cedric Maxwell und Robert Parrish. Gehen wir rein da. Positionieren wir nach hinten. Ja. Dann gehen wir hier rein in der zweiten Runde der Playoffs. Chips, kannst du eine Wette machen? Geht das? Wer hier gewinnt, Boston oder Cleveland? Perfekt, dann können wir wieder wetten hier, ne? Wird eure Spielsucht wieder getriggert. Larry Bird hier mit dem ersten Angriff. Larry macht ihn nicht rein. Parrish. Boah, wird hart weggeblockt. Okay. Henderson. Boah, schöner Pass. Richtig schöner Pass. Habt ihr den gesehen? Was für ein wunderschöner Pass von Griffith. Sehr stark. Wunderschöner Pass von Griffith.
Jackson. Gegen Bird. Jetzt hier Free. Ah, der ist nicht drin. Ne? Dritter Rebound schon für Parrish, muss man sagen. Larry. Okay, irgendjemand hat 18k gewettet. Jetzt hier Larry Bird, der nächste Fadeaway. Und der ist drin, stark. Sehr stark hier, ne? Larry Bird mit dem Fadeaway. Heißer 4-0 Start hier für Boston. Und der ist dann drin. Der ist dann drin. World Be Free hat den reingemacht. Eigentlich muss nur einer mutig sein und dagegen wetten mit ein bisschen, ne? Jetzt hier Griffith. Der Screen kam, aber war nicht wirklich gut. Aber dadurch hat er den Midranger und dann ist der Ball drin, stark. Maxwell hier, die Nummer 31. Anderson jetzt hier in der Defense. Robinson, Cook, Vincent. Midranger, der ist drin, okay. Machen sie rein. Larry. Ah, der Fake. Er ging doch kurz hoch und dann wird er aber weggeblockt, okay. Dann wird Larry Bird tatsächlich weggeblockt. Griffith. Jetzt kommt Parrish für den Screen. Schwierig. Musste aus der Bewegung nehmen, war ein ganz schwieriger Ball. Aber da ging nicht mehr viel. Und der ist drin mit Brett. World Be Free hier. Krasser Name irgendwie, ne? World Be Free. Ist das sein echter Nachname gewesen oder ist das einfach. Ist das eher so Künstlername-mäßig? Weil World Be Free hört sich irgendwie crazy an. Larry. Nein. Cavalier ist jetzt hier. Mit dem Transition Game. Schwierig. Boah, nach ganz hinten auf Robinson gespielt, Huston. Ah, Free. Midranger. Macht der rein. Wow. 100% contested und trotzdem macht er den rein. World Be Free is on fire. Bird. Oh, Bird verliert den. Na, schwacher. Schwacher Beginn von Larry Bird, muss man sagen. Ne? Gar nicht mal so stark, wie Larry Bird hier beginnt. Flamme sagt auch keine Ahnung, ob der wirklich so ist. Wäre komisch, ja, ne? Vielleicht hat das ja irgendwie so einen Hintergrund, weil die sind ja in den 80ern hier, ne? Vielleicht war das irgendwie, keine Ahnung, weil World Be Free. Vielleicht irgendwas wegen, was weiß ich was, ne? Irgendwelchen Rechten oder sonst was. Wäre ja schon so ein Statement-Name, ne? Maxwell. Ja, Parrish hat den. Und Parrish holt sich den nächsten wegen den Stahl. Weil sonst wäre echt schon ein cringiger Name ein bisschen, ne? Ich dachte, dein Kid heißt World B. Und dann der Nachname Free. Ist zwar irgendwie cool, aber ich hoffe, der heiratet eine andere und nimmt dann den Namen an. Am Ende heißt der World Be Candy oder so. Ah, der ist drin. Ja, die Cavs machen das gut, muss ich sagen, in der Offense. Griffith. Maxwell mit dem Screen. Lassen ihn da alleine. Maxwell. Ah, oh, der Steal. Oh, Bird hat noch alles versucht, kommt nicht ran. Ja, die machen das gut, muss man sagen, die Cavs, ne? Larry Bird. Step back, Midranger. Geht doch. Larry Bird hat langsam genug, ne? Von dem Ganzen hier. Der hat langsam genug. Robinson. Der ist nicht drin, ne? Larry Bird jetzt mit dem Rebound. Griffith. Larry Bird. Wird gefoult. Wird gefoult, Larry Bird. Kommt so langsam immer besser in die Partie, muss man sagen. Ne? Pusht sich hier so ein bisschen.
Free mit dem Foul. Den macht Larry. Der zweite ist auch drin, sehr nice. Houston. Robinson. Free. Ja. Dann macht er den nicht rein. Den zweiten auch nicht. Und der nächste. Boah, und dann der. Dann machen sie ihn aber. Junge, was war das hier für eine Rebound-Schlacht, ne? Was für eine Rebound-Schlacht war das hier gerade, bitte? War der Ball auf Larry? Na. Hat er stark gemacht, Larry Bird. Die sagen Fanwurf. Okay. Der Kale ist jetzt mit drin. Ja, direkt mal einen Screen stellen. Boah, stark. Stark von Larry und McHale. Guckt das euch nochmal an, was er hier macht. Zack. Schönes Ding. Kevin McHale kommt rein, direkt mal die ersten Punkte, ne? Boah, und da ist gleich mal McHale mit dem nächsten Ball, den er hat. Larry. Ah, schwierig. Airball von Larry Bird. Was ist da los mit Larry, ne? Was ist da los? Und dann zeigen sie nochmal, wie er weggeblockt wird. Frech. Minute 4 gehen wir in die Simo, ne? Robinson. Oh, schwierig. Der Ball ist bei Parrish. Griffith, Bird. Jetzt hier Parrish. Parrish will sich da jetzt durchpowern. Und das könnte klappen. Parrish, na, klappt nicht ganz. Ah, der Stilversuch klappt nicht. Larry Bird versuchte noch zu stören. Wir machen noch zwei Offense-Aktionen und danach gehen wir in die Simo. Ja, Griffith. Griffith macht ihn rein stark. Geht dann da einfach durch die Zone, ne? Die, eine Defense, eine Offense-Aktion noch und dann gehen wir Richtung Simulation. Übergespielt, McHale war aber da. Einfach über McHale geworfen, okay. Denkt so, es ist mir egal, ob McHale da ist oder nicht. Boah, stark und boah, Mann. Ich dachte, ich komme da vorbei. Dann hätten wir nämlich freien Zug zum Korb gehabt, ne? Ball abgegeben und McHale stopft den rein. Stark. Sehr stark. Ne? Dann gehen wir Richtung Simo hier. Guck mal, wie die Partie weitergeht. Ich muss echt sagen, heute ist ein brutal warmer Tag. Ne? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wir gehen mal Richtung Crunch Time. Ja komm, 5 Minuten 16, 5 Punkte Unterschied. Ne? Viel ist das nicht. Bird übrigens bei 30 Punkten. Stark. Parrish hat 14 Rebounds. Kann man auch mal machen. Normaler Tag für ihn, ne? Na, der ist nicht drin. Rebound Nummer 15. Griffith. Ainge jetzt hier. Na, was macht ihr denn da? Was macht... es war schwach gespielt da. Ainge. Larry macht ihn rein. Mit ablaufender Shotclock macht er den rein, Larry Bird. Ne? Ganz wenig Zeit, um irgendwas zu machen und er macht ihn einfach rein. Starke Aktion. Also Larry Bird hier, bisschen der Unterschied. Ne? Er soll ja auch der große Unterschied sein.
Kirchen am Tor. Guck. Oh, da ist er frei. Wow! Okay. Okay. Er hat Bock auf Stopfen. Und Parrish macht den dann easy rein, ne? Parrish denkt sich auch nur so, cool down, machen wir. Machen wir, regeln wir hier, ne? War schwierig, aber der ist drin. Muss man auch erstmal so machen, ne? Gegen Parrish. Bisschen Zeit hier rumkriegen, ne? Anderson. Anderson. Jetzt nochmal. Jetzt kam der. Maxwell jetzt hier mal mit einem Dreier. Und da ist Parrish. And one. And one, ne? Parrish mit Rebound Nummer 16, muss man dazu sagen. Ne? Also 16. Rebound von Parrish. Und den End One macht er noch perfekt rein. Also besser geht's nicht. 8 Punkte, 16 Rebounds. Sehr stark. Ui. Cliff Robinson. Okay. Kein Wunder, dass die NBA-Spieler nach ihrer Karriere alle so Beinschmerzen haben, ne? Oh nein, das klappt nicht ganz. Schade. Ah, faul. Er fault ihn, aber das Ganze ist dann leider ein End-One geworden. Bitter. Bitter, bitter, bitter. Aber der ist nicht drin, okay. Larry mit dem Fake. Larry Bird. Nein, klappt nicht. War zu high risk. Anderson mit dem Foul. Wollte aggressiv sein, aber sie sind schon im Bonus. Ne? Leider hat man ja nirgendwo, sage ich mal, irgendwo eine Ansicht, okay, ab wann ist das Team im Bonus? Wäre es irgendwie ein kleiner Pfeil oder so? Aber so war das damals halt, ne? Nicht wie in der Moderne, wo man jedes Detail weiß. Nee. Maxwell. Na, der Ball auf Bird. Der faked es auch. Larry, jetzt hier Henderson. Maxwell mit dem Screen. Maxwell kriegt den Midranger. Money. Stark. 100. Wir haben die 100 voll gemacht. 2 Minuten 22 noch. Oh, fast der Stil. Den Dreier trauen sie sich halt nicht, ne? Robinson muss den jetzt nehmen. Trifft ihn nicht. Parrish hat den. Rebound Nummer 18. Maxwell macht diesen Wurf einfach rein. In Transition. Okay. In Transition. Mit Kontakt macht er den rein. Ne? War kein strafbarer Kontakt, aber da war auf jeden Fall der Mann gut bei ihm. Die Zone ist dicht bei uns, ne? Die Zone ist dicht. Und den Dreier trauen sich nicht. Der Midranger, der ist drin. Okay. Den macht die Winter. Oh, Bird. Easy. Das ging zu einfach. Schwierig. Machen sie nicht rein. Sie holen sich aber den Rebound. Der ist dann auch nicht drin. Sie holen sich den nächsten Rebound. Der ist dann auch nicht drin. Und der Ball ist wieder bei... Das gibt's nicht. Alter, was sind das hier für Rebound-Duelle, ne? Aber sie gewinnen sie die ganze Zeit. Das stört mich. Na. Parrish. Ne, klappt nicht ganz. Okay, den
holt er sich stark. Schöner Hookshot. Einfach durchgepowert, ne? Mit seiner schieren Masse, mit dem Spin und dem Easy Bucket, sag ich mal. 106 zu 100. Übrigens Double-Double von Parrish. Nächste Timeout, okay. Damals gab es ja noch diese 20-Sekunden-Timeout, ne? Ich wäre ja eh dafür, auch in der Realität, dass man da eher weniger Timeouts macht, ne? Ich wäre so ein richtiger Fan von 5 Timeouts. Das würde das Spiel viel nochmal krass verkürzen, ne? Aber dann natürlich auch weniger Werbeeinblendung. Andererseits, ey, du hast 4 Viertel. Du hast eine Halbzeit. Was willst du noch an Werbung machen, ne? Selbst bei 5 Timeouts für jeden hättest du immer noch 10 weitere Unterbrechungen, ne? Also das langt eigentlich. Würde das Spiel auch viel flüssiger machen. Ich mag das überhaupt nicht, wenn du innerhalb von 2 Minuten so viele Timeouts hast, ne? In der Endphase ist noch cool. Weil man da sagt, okay, da wird es taktisch und so, ne? Aber einfach so nervt das halt. Und, oh, der Ball geht nicht zu Parrish. Ah, ich hab... Das war ein Flüchtigkeitsfehler von Bird. Oh, nicht zu früh hoch. Sie machen. Wollen sie echt faulen? Das wäre nicht schlau. Sie haben eigentlich die Zeit. Sie haben eigentlich die Zeit, um zu chillen, ne? Sie müssen nicht faulen. Oh, was mache ich denn da? Aber Bird hat den. Bird hat den. Das war zu viel Risiko von uns, echt. Das war viel zu viel Risiko. Das war dumm. So, Larry. Macht beide rein, Start. Guck, nimmt die Timeout. Was machen sie jetzt? Boah, sie gehen hoch, haben den, okay. Bird hat den. Ganz ruhig dieses Mal, ne? Larry Bird macht den 37. Bleibt da ganz cool jetzt hier, ne? Mach doch den rein, schön. Ja, 4 Punkte aufholen in der Ära, wo es keine Dreier gibt, also wo wenig Dreier geschossen werden, ist halt schwierig, ne? Jetzt nimmt er einen komplett wilden. Parrish hat den. Ist natürlich schlau, dass sie direkt Parrish faulen, weil er ist nicht der beste Schütze, ne? Aber macht den, das war der Dagger. Das war der Dagger. Das holen die nicht mehr. No way. Wir gewinnen das erste Game. Wir nehmen noch nicht mal den Wurf, doch noch. Ne. 112 zu 106 gewinnen wir am Ende. Schönes Duell hier gegen Cleveland, ne? Aber am Ende waren wir die stärkere Mannschaft. Schönes Ergebnis unsererseits. Sehr schönes Ergebnis. Larry Bird hier. Yes. 38, 8, 6, ne? Ordentliche Quoten, keinen einzigen Dreier genommen. Allgemein wurden in dieser Partie nur 4 Dreier von uns genommen und vom Gegner nur 2. Das ist wild, ne? Es ist einfach so eine andere Ära. Also, keine Ahnung, wenn hier irgendein alter Sack zuschaut, ne? Der irgendwie noch diese Ära kennt. Grüße gehen raus auf jeden Fall. Für euch muss das dann heimischer Basketball sein, aber ich denke, für nahezu jeden meiner Zuschauer ist das crazy, wenn man sieht, dass 2 Teams gesamt Würfe an Dreier nur 6 Stück haben. Zusammen, als beide Teams zusammen. Und treffen dann noch 0%, ne? Wahnsinn. Wahnsinn. Also wenn jemand auf YouTube das im Nachhinein schaut und in den 80ern schon Basketball geschaut hat, gerne mal in die Kommis.